Ja, meine Damen und Herren, dieses Thema heißt Zunftzwang. Mein Name ist Jan Gustafsson und wir reden heute über das Thema Zunftzwang. Zunftzwang, das ist mein Thema. Ein sehr schönes Wort, ein zünftiges Wort, das uns alle erfreut. Zünfte, der Zunftzwang des Zunftzwanges. Zünfte. Zünfte, die Zunft der Goldschmiede. Zünfte, die Tuchmacherzunft, die Goldschmiedezunft, die Masseurzunft. Also die jetzt gerade nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Zünfte, Zunft, Rise of the Zünfte. Zünfte, 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 Zünften. Ihr Zünfte, ihr dürft euch organisieren, ihr dürft Zunftordnung aufstellen. Goldschmiedezunft, zünftige Tor zu verzünften. Zünfte haben halt eine Zunftordnung. Zünfte ein Mitglied der Zunft sein, um Mitglied der Zunft zu werden. Zum Glück gibt es von mir keine Bilder. Zunftzwang. Oh. Okay. Die Zunft darf bestimmen, ob du diese Lehre antreten darfst. Du musst Mitglied der Zunft werden. Gehe dich jetzt auf meiner schönen Hamburger Zunft raus, in die Darmstädter Zunft. Nein, Zunftzwang. Du darfst nicht in zwei Zünften gleichzeitig sein und die neue Zunft darf dich jederzeit ablehnen. Zunftzwang. Zunft und die Zunft, Zunft, Zünfte, Zünfte. Streit zwischen den Zünften. Zunftzwang, Zunftzwang. Auf jeden Fall ist das nicht mit dem Zunftzwang vereinbar. Zunft, ich bin Napoleon, ich bin 1,50 Meter und ihr müsst nicht mehr in die Zunft. Zünfte, das war das Ende der Zunft. Ich habe das Zitat nicht deshalb gewählt, weil es das einzige Zitat zum Thema Zunft ist. Zunft. Ach, okay. Wow! Stark. Ja. Zünftig.